Guten Abend, ihr Lieben. So, ich habe heute das Esszimmer ein bisschen geschmückt. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Denn, muss ich mal kurz die Kamera öffnen, unser Großer hat Geburtstag. Und zwar wird er 5 Jahre alt. So, und dann zeige ich euch mal. Er liebt ja Paw Patrol seit, ich glaube, 2 Jahren jetzt. Und er hat sich so sehr diese Paw Patrol Super City Tower, was auch immer hier gewünscht, aus dem Film. Und es war wirklich ein Kampf, dieses Teil zu bekommen. Wir sind, glaube ich, also ich habe es bei Walmart online bestellt. Die haben es dann nach einer halben Stunde gefühlt wieder gecancelt, weil es nicht mehr verfügbar war. War aber schon alles bezahlt. Die haben es auch wieder zurücküberwiesen. Aber ja, das ist halt super ärgerlich. Ne? Und dann bei Amazon hatte es eine Lieferzeit von, ich glaube, 3 Monaten. Und dann hatte ich richtig Glück gehabt. Ich habe es reduziert bekommen bei Target. Und da sind wir dann, glaube ich, über eine Stunde hingefahren, damit wir dieses Geburtstagsgeschenk kriegen. Ja, und dann bin ich heute noch losgefahren zum Wegmans. War auch noch im Dollar Tree, aber im Dollar Tree hatten die nur einen einzigen Luftballon noch zur Verfügung, und zwar ein Smiley. Und ich wollte ja passend zu seiner Paw Patrol Party auch Paw Patrol Luftballons. Ja, die habe ich dann auch bekommen. Und zwar einen ganz großen Chase. Dann so einen runden Luftballon, wo die alle, glaube ich, drauf sind. Und nach die Nummer 5. Ja, und hier sind die tollen Geschenke, die ihr bekommt. Ja, und sogar Karte, eine Karte aus Deutschland. Und mein Opa hat auch noch eine Karte geschickt. Ja, ich bin jetzt richtig, richtig gespannt, was er sagen wird morgen früh. Der Kuchen, der ist auch schon aus dem Ofen. Den muss ich jetzt nur noch ein bisschen dekorieren. Da habe ich auch noch eine Kerze gekauft. Und das Fahrrad habt ihr ja schon gesehen, was er zum Geburtstag bekommen hat. Frühzeitiges Geburtstagsgeschenk quasi. Ja, und dann nehmen wir euch auf jeden Fall morgen früh mal ein bisschen mit. Ja, wenn er seine Geschenke auspackt. Ich hoffe, ich denke dran, weil ihr wisst ja, mit Kindern, die sind immer super schnell, sobald es ums Geschenke auspacken geht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was er morgen sagen wird zu seinem riesigen Monstergeschenk. Und ja, dann melde ich mich nochmal. Bis dann! So, ich habe noch schnell den Kuchen fertig gemacht. Und morgen kommt noch die 5 drauf und ein paar Kerzen. Und dann ist der auch schon fertig. Ich habe jetzt hier einfach, der Leon hat sich eine Backmischung rausgesucht. Mit so Konfetti drin. Funfetti, einen Moment, ich habe sie hier. Genau, die war das. Normalerweise backe ich eigentlich immer selber. Aber dieses Jahr habe ich gedacht, er darf sich da einfach mal eine raussuchen. Und die hat ihm so gefallen, weil da so viele bunte Konfetti-Stückchen drin sind. Und ja, das habe ich jetzt noch aufgepeppt mit den M&Ms. Da hatten wir noch ganz schön viele übrig von Halloween. Ja, und ich bin gespannt, wie der morgen schmeckt und wie es dem Leon gefällt. Aufmachen. Überraschung! Wow. Coole Sachen! Und die Tausendsorte, die ich vermisst habe! Die hast du dir gewünscht, hä? Ja! Wie cool, oder? Ja! Das ist die aus dem Film! Und guck mal, den Kuchen habe ich fertig gemacht gestern Abend noch. Mit M&Ms. Okay. Du darfst dir etwas wünschen, aber das darfst du nicht verraten. Ja? Bitte dann mal raus. Mama, ich bin sicher. Nein, du darfst nicht sagen. Nicht immer. Feste, feste, feste. Feste, feste, feste. Jawohl!
Ich hole mal ein Messer. Oh nee, ich hole ein Messer. Wow! Oh, so viele Sachen. Wow, Star Wars. Und ein Gummibär. Oh, lecker, mau an. Ja, die schenke ich dir. Ach, das ist schrecklich. Gummibärle. Neue Engels-Tunnel-Figuren. Nein, 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 nein. Ja, weil doch deine kaputt gegangen ist. Ja. Hat der Opa gesagt, und die Oma, die schenken dir eine. Ist das nicht cool? Ja. Können wir endlich wieder deine Tonis anhören? Hallo, mein Geburtstag! Hallo, dein Geburtstag! Ja? Ja, dein Geburtstag. Feiern heute mal auf dem Boden. Essen auf dem Boden. Und sag mal, mein. Ja, die Pappelschau-Station haben wir heute Morgen schon aufgebaut. Und ein Dino-Truck! Dino-Truck. Der hat gerade da reingeparkt zum Essen. So, und jetzt gibt's erstmal Happy Happy. Hi, und was ist heute? Happy Thanksgiving! Yeah, Thanksgiving! Wir haben einen Turkey, also eine Turkey-Brust. Was? Moment! Hier ist der Jute Vogel drin. Er kennt ihn sehr schlecht. Aber, jetzt haben wir mal gerade aufgerichtet, damit er noch ein bisschen kross wird. Nicht mehr lange, dann sollte der auch durch sein. Und wir sind wieder voll busy, weil anstatt mal einen Tag zu genießen, wo wir Feiertag haben, ihr seht, wir hatten ja, Geburtstagsfeier. Übergestern. Jetzt haben wir unser Schuhschrank mal leer gemacht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Das haben wir uns geholt, das war cool. Nur hatten wir so viele Schuhe und das war irgendwie doof, weil hier alles voll war und wir hatten keinen Platz für die Jacken. Jetzt haben wir die Jacken da reingetan. Und jetzt meinen Dienst gerade gesehen? Oh mein Gott. Ist das hell hier draußen, ha? Huh? Ja. Aber heute ist ganz schönes Wetter. Ist ein bisschen kalt. Ja. So, wo ist denn die Frau jetzt hier draußen? Moment, muss ich wieder hell machen. Ja, steht jetzt gerade alles hier so im Weg. Wir haben jetzt die komischen Regale von da hinten und oben hier reingestellt, dass wir da als Schuhe haben. Jetzt muss das hier noch weggeräumt werden. Und dann, eigentlich bräuchte ich mir nochmal so ein Regal, dass wir hier so ein Regal noch hinten könnten. Für Getränke und sowas. Ja, upsi. Und da muss noch Altpapier raus. Dann haben wir da auch wieder Platz. Und dann kommen die Tonnen wieder raus hier. Jetzt hatten wir gerade wieder Platz für 2 Tage und heute ist wieder voll. Wie immer.